Ja, hallo und willkommen bei Kane HD. Wir sind in der 41. Folge von unserem Krieger-Let's Play und sind immer noch in Nagrand unterwegs, sind Level 65 und hatten ja beim letzten Mal hier in dem Gebiet mit dem großen Felsen hier, sollten wir den Fangzahn holen. Genau, das haben wir gemacht. Und ja, würde sagen, wir questen jetzt einfach mal hier ein bisschen weiter und geben hier noch die restlichen, Quests, die wir hier brauchen. Und hier ist übrigens Dorn, die Quest brauchen wir auch noch irgendwann. Ja, und bis wir hier im Prinzip ankommen in dem Gebiet, dann können wir hier wieder ein bisschen was abgeben und ja, machen einfach mal die Runde hier weiter, ne? Genau, so. Jetzt sollen wir hier diese Kristalle holen. Das machen wir. Müssen wir die auch töten? So, die waren ganz schön krach, die Jungs hier. Ja. Ja, noch vier Kristalle brauchen wir. Die sind halt hier immer bei diesen Posten zu finden. Das sind keine mehr. Die Ausgeburten sollen wir noch töten. Die sind ja auf dem Weg dahin. Das sind so Elementare hier. Ich mache mal hier diesen Ton ein bisschen leiser. So, das ist, glaube ich, besser. Brauchen wir noch zwei Stück und dann hoffe ich mal, dass da hinten an diesem Stein wieder was sind das, was wir da holen müssen? Diese Kristalle, Kristallfragmente, genau. So, sind die erledigt? Jetzt schauen wir mal, ob wir hier die Kristallfragmente finden, die wir noch brauchen. Ja, das schaut gut aus. Na, komm her. So.
So, noch zwei Stück. So, und dann haben wir das auch abgeschlossen und jetzt brauchen wir hier noch den Quaxi. Der steht hier auf so einem Felsen, auf dem da hinten, da steht er normalerweise oben drauf. Und den haben wir jetzt direkt mal um, ne? Sehr cool hier oben. So, hier steht er normalerweise. Nehmen wir das Kräuterchen mal noch mit. Und sind Handwerksgeselle. 150. So, wo ist er? Normalerweise ist der hier und ist in Verstohlenheit und kommt eigentlich raus, wenn man sich hierher begibt. Da ist er. So scheint er auch spazieren zu gehen. So, dann gehen wir hier weiter, hatten wir gesagt, machen wir die Runde. Einmal hier rum, hier abgeben, neue Quest annehmen. Hier die gequälten Erdgeister. Können wir hier damit mit killen. Ja. Jetzt geben wir erstmal hier die Quests ab. In dem Posten hier, Talar. So, beenden wir die Quest und scheinen wir. Und dann kriegen wir ein Level ab und sind Level 66 geworden. Sehr schön. So, haben wir zwei neue Quests und zwar sollen wir hier ja die überfallene Karawane und er nannte sich Altruis. Okay, und gesucht Dorn, die machen wir noch mit und die Aufseher möchte Grimmsfeinde weiter. Können wir beenden. Das sind diese Perlen, die haben wir die ganze Zeit schon mitgefunden. Die gibt es hier überall von den Ogern und die nehmen wir auch noch an. So, und dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir hier diese Elementare mit wegmachen. Steinelementare. Und die droppen diese Nee, Moment, oder? Gequälter Erdgeist getötet. Okay, das war dann da wahrscheinlich keiner, weil das so ein größerer war. Okay. Also die kleinen hier.
Kleinen töten sollen, töten wir die Kleinen. Mal gucken, wo wir hier noch ein paar mehr haben. Hier ist noch einer. So, brauchen wir noch 4 Stück. Oben steht noch einer rum. Ja, noch 3. Ah, hier sieht's gut aus. Den hätten wir gar nicht mehr gebraucht, aber er wollte es ja unbedingt so. So, dann gehen wir erstmal hier hoch, würde ich sagen. Geben wir die ab. Der Nothingberry Safari. Und ja, Level 66, das Gebiet ist ja bis 67. Und dann, ja, würde ich sagen, Nettosturm. Und ja, wir nähern uns der Level 70. Sehr cool. Und natürlich dem nächsten Gebiet. Wobei ich die Scherbenwelt wirklich cool fand. Also, ist ein schönes Gebiet zum Questen. Kann man nichts sagen. So, jetzt sind wir hier angekommen. Sehr gut. Geben wir die Quest ab. Okay, die pullt schon wer anders weg. Das ist in Ordnung. Und die Quest haben wir aufgeschafft. Und wir sollen das Friedensangebot verbringen. So, das ist hier oben. Das ist das Friedensangebot. Ja, machen wir erstmal hier, bevor wir Frieden machen, machen wir erstmal noch ein bisschen was kaputt. Und zwar sollen wir hier diese Hütten zerstören. Das sind diese zipfelmützenartigen Hütten hier. Da müssen wir so einen kleinen Feuergeist reinschicken. Und die setzen dann hier alles in Brand. Nummer 1, dann können wir dahin flattern. Der schießt jetzt auf uns. Den nehmen wir mal mit. Den gehen wir mal da rein. Sollte der mitkommen. So, und fackeln die auch ab. Und die letzte Hütte. Komm, bevor wir der Akku zieht hier. Machen wir einfach mit weg.
So, und die letzte Hütte hier sollen wir noch abfackeln. Dann ist die Quest auch erledigt. Sodele. Na? So, dann können wir die da wieder abgeben. Machen wir die nächste Runde. Achso, genau, das sind ja die Nevermary Safari Quests hier. Ich hoffe, dass die ein bisschen mehr EP geben, weil das quasi so die Endquests waren, die Endgegner. So. Kriegen wir einen Helm, den wir nicht brauchen? Kriegen wir Schuhe, die wir nicht brauchen, oder? Genau. Und okay, die sind besser. Die haben mehr Rüstung, mehr Ausdauer, mehr Ausweichen, dafür weniger Stärke, weniger Crit. Ja. Ich würde sagen, wir lassen die an, die wir haben. So, und wir haben noch die allerletzte Quest. Die ultimative Beute bringt das Herz von Zanaa. Okay. Machen wir. Das ist so ein elefantähnliches Teil. Und genau, geben aber erstmal hier hinten die Quests ab. Haben wir schon wieder fast den halben Balken voll. Ja, wir haben jetzt auch drei Quests wieder abzugeben. Ich denke mal, dass wir auch wieder welche Was bekommen. wollt ihr, Fremder? Ihr wisst zurück. Genau, eine abgeben, eine kriegen. Noch einen Tag. Hier kriegen wir keine neue. Und genau, der hier ist auch wieder eine neue für uns. Die ist gleich hier um die Ecke, da sollen wir nämlich die Kerne eines wütenden Zermalmers holen. Also nicht eines, sondern von 10 Stück. Das sind auch wieder Erdelementare. So, haben wir schon einen. Schauen wir mal, ob die zu 100% droppen. Bis jetzt schon. Ist das Gras wieder höher wie unsere kleine Kriegerin hier. Sechs Stück, noch vier. Haben wir noch einen. Und wir müssen natürlich auch noch irgendwann den Gorki wieder. Den Gorki wieder retten.
Genau. Das Lösegeld für den Gurki. Ob wir das Zeug für hier noch die na, einen brauchen wir nur noch einen einzigen. Da ist er. So, dann geben wir die Quest gleich schnell ab wieder. Und kriegen wieder eine Folgequest. 30 Diener sollen wir töten. Okay. Aber ich würde sagen, wir gehen erst mal. Gehen wir da hoch. Ja, wir befreien mal Gorki oder vielleicht machen wir hier noch einen kleinen, können ja einen kleinen Abstecher machen. Und hier noch die Elementare. Diese schlammbesudelten Kerne besorgen. Weil das ist auch eine Quest, die wir dann hier oben wieder mit abgeben können. Ja, ist schön hier diese Gegend, diesen Wasserfällen und sowas. Ich finde es richtig cool. So, schauen wir mal, ob die das droppen. Jo. Das schaut gut aus. Nicht alle. Aber wir brauchen auch nur 5 Stück, von daher ist es nicht so schlimm, dass da nicht jeder einen hat. Ich wollte nicht unbedingt hier in das Wasser. Aber wir kommen wohl nicht drum rum. Noch einen brauchen wir. Sehr schön. So, und jetzt können wir hier weiter und den Gurki auslösen und die Vorratskisten holen.
Ja, dann das fertig haben, machen wir hier wieder einen Rundgang. Und dann, ja, 67. Ah, ich würde Nagrand schon gern noch ein bisschen questen. Ist jetzt da gar nicht so eilig, da wegzukommen. So, der Goki ist natürlich hier unten drin in der Höhle. Beleggrad, wo es da reinging. Da hinten, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee. Ich glaube, in der ist er. Ja, hier haben wir die Vorratskisten. Ich hoffe, wir sind hier im richtigen Gang. Sind wir. Hier ist noch eine Kiste. Zwei Kisten. So, lieber Gorki, Hallo, Fremder. dann gibt es einen Ring. Stärke, Beweglichkeit, Ausdauer. Okay. Ja. Ist auf jeden Fall besser wie Das Glück sei der dir. 41er. Was sollen wir überhaupt machen? Wir sollen Vorratskisten, genau, und den Gurki befreien. Dazu brauche ich aber den Schlüssel, und den Schlüssel, den hat wer anders. Wer hat denn den Schlüssel? Wer hat den Schlüssel? Sind die Eds? Habt ihr Gurkis Schlüssel? Ah, ich glaube, ja, ich weiß, hier steht so ein Obermacker, oder? Irgendwo hier. Und der hat den Schlüssel. Hier war eine Kiste noch. Die nehmen wir mit. So, und jetzt steht hier irgendwo, steht der. Achso, Kisten haben wir alle. Wo steht der? Wo steht der? Ich dachte mal, das wäre hier gewesen. Hier hinten geht es nicht weiter. Wo steht der? Können wir vielleicht mal lesen. Besorgt. Genau. Ist die Frage, wo ist er?
Ich meine, er wäre da gewesen. Aber ich schaue gerade auf die Uhr. 30 Minuten sind wieder rum. Deswegen sage ich mal danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn euch die Sendung gefallen hat oder die Folge gefallen hat. Dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und ich suche jetzt mal noch in der Zwischenzeit den Schlüssel. Und dann machen wir in der nächsten Folge hier weiter. Also dann bis spätestens morgen.